Am 9. Oktober 2020 wird das Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain geräumt. Die Liebig 34 ist eines der letzten queer-feministischen Hausprojekte der linken autonomen Szene. Die ganze Aktion fängt mit Protest an und mündet in einer massiven, teils gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen BewohnerInnen und der Polizei. Der Verlust von Freiräumen und auch die polizeiliche Machtdemonstration ist aus meiner Sicht was Städte wie Berlin eigentlich gar nicht brauchen. Ich glaube, dass diese Gentrifizierung etwas ist, was immer wieder vorkommt in der Geschichte dieser Stadt. Wenn sich nichts ändert, wenn die Mieten steigen, dann sehe ich eben sehr viele soziale Probleme auf diese Stadt zukommen. Es ist ein Streit zwischen InvestorInnen und Berliner MieterInnen. Ein Streit zwischen Senat und von Verdrängung bedrohten AnwohnerInnen der Berlin schon seit Jahrzehnten begleitet. Berlin galt lange als arm, aber sexy. Doch die Zeiten sind vorbei. Berlin wird zunehmend attraktiv für große Immobilienkonzerne. Die Mieten explodieren, bezahlbarer Wohnraum wird knapp. Was heißt das für die BewohnerInnen dieser Stadt? Die Gentrifizierung ist eines der größten Konfliktfelder der aktuellen Stadtentwicklungspolitik. Es geht um die Frage, wer Berlin mitgestalten darf, wer etwas zu sagen hat. Ausgehend von der Ausstellung Berlin Global im Humboldt-Forum fragen wir uns, wem gehört die Stadt? Am 3. Oktober 1990 ging nicht nur die DDR mit ihrer Hauptstadt Ost-Berlin unter, sondern endete auch der Sonderstatus von West-Berlin. Das geteilte Berlin war Geschichte und mit der Wiedervereinigung begann ein neues Kapitel in der Stadtentwicklung. Es war dann so, dass viele dieser Altbestände von Wohnungen sehr stark verfielen. Viele aus Westdeutschland haben eben diese Häuser und Wohnungen besetzt. Und das fing an halt 1989 noch zu DDR-Zeiten, dass die ersten zwei Häuser besetzt worden waren auf der Schönhauser Allee. Vorher hat man ja immer nur einzelne Wohnungen besetzt. Manchmal hat das auch am Ende ein besetztes Haus ergeben, weil so viele Wohnungen leer waren. Und bevor diese Häuser so nach und nach saniert wurden, konnte man eben übers Dach laufen und auf die anderen Dächer der Häuser gehen und dort auch wohnen. Also manche haben ganze Sommer auf dem Dach verbracht, weil dort auch quasi niemand freiwillig hinziehen wollte, der jetzt zum Beispiel eine Familie hatte oder so. Und 20 Jahre später gibt es Stacheldraht zwischen den Häusern. Ja? Also der Stacheldraht, der unten war, die Mauer, die war weg, aber jetzt ist der Stacheldraht quasi verschoben worden, der ist jetzt auf den Häusern drauf, damit eben niemand mehr auf den Häusern herumturnt. Ein Beispiel für den Kampf um Freiräume ist der Club Tresor. Die Mauer war abgerissen und ja, dann gab es halt diese Räume und eigentlich konnte man sich als junger Mensch total schnell darauf einigen, weil es war für uns alle neu, gemeinsam. Und deshalb war das auch so ein Schmelztiegel. Es war nichts, wo Ost und West diskutiert werden musste. Es konnte alles ausgeblendet werden. Dieser Raum bot unglaublich viel. Der Mauerfall und das damit einhergehende Zusammenwachsen Ost- und West-Berlins lösten große Umbrüche in der Stadt und für ihre BewohnerInnen aus. Häufig kollidierten die Zukunftswünsche und Träume vieler Menschen mit kapitalistischen Interessen aus Politik und Wirtschaft und ließen so verschiedene Visionen von der Stadt entstehen. Die neu geeinte Stadt bot viele Freiflächen und Leerstände und dadurch viel Platz für künstlerische Entfaltung, aber durch gezielte Ausverkaufsangebote von städtischen Liegenschaften eben auch eine attraktive Anlagemöglichkeit für GroßinvestorInnen. Das fing halt an mit den Sanierungen Ende der 90er Jahre. Da hieß es dann, euer Haus wird saniert. Ihr könnt drin bleiben oder ihr könnt wieder zurückziehen oder ihr nehmt eine andere Wohnung. Und in der Zeit sind als erstes die alten Leute eigentlich verdrängt worden. Verdrängung ist ja meistens verbunden mit Aufwertungsprozessen in der Stadt, gerade weil eine höhere Miete erzielt werden soll oder weil eine Wohnung zu noch höheren Preisen als Eigentumswohnung verkauft werden soll. Und da sind letztendlich alle mit geringem Einkommen von ausgeschlossen. Die können diese höhere Miete nicht zahlen. Man spricht deshalb auch von direkter ökonomischer Verdrängung.
Wir hatten einen Mietvertrag, der wurde gekündigt, wo ich nur gesagt habe, das klingt für mich nach Erpressung. Zumal wir auch keine Aussicht hatten auf eine längere Nutzung. Also selbst der Tresor, der ja wirklich ein ganz großer internationaler Name ist, da müssten wir vielleicht hingucken, dass uns das nicht verloren geht. Im Jahr 2004 wurden allein durch den damaligen Finanzsenator Thilo Sarrazin 67.000 Wohneinheiten für einen Schleuderpreis von 6.200 Euro je Wohnung veräußert. Berlin als neuen Wirtschaftsstandort in eine globale Metropole zu transformieren, diese Idee schien immer mehr in den Fokus der Politik zu rücken. Und auch der Status Berlins als Hauptstadt der Bundesrepublik trug ihren Teil dazu bei. Die Berliner Landespolitik, die ist ab den 90er Jahren ganz stark auf so einen neoliberalen Kurs eingeschwenkt, letztendlich im Blick hatte, wir müssen Geld sparen, um unseren Haushalt zu konsolidieren, weil Berlin hoch verschuldet war. Und gleichzeitig war es verbunden mit so einer Überzeugung, dass der Markt das irgendwie alles besser regelt als der Staat mit seiner Bürokratie. Das war, glaube ich, auch so ein Zeitgeist in den 90er Jahren. Eine der wohl bekanntesten Freiflächen Berlins, der Potsdamer Platz, geriet schnell in den Strudel von InvestorInnen. Noch in den 80er Jahren war der Platz eine grüne Wiese. Er war Teil des sogenannten Todesstreifens, der Grenzzone zwischen DDR und BRD. Geteilt von der Mauer verbrachte er mehr als 40 Jahre im Dornröschenschlaf, als Stadtbrache zwischen Ost und West. Nun bot die Wiedervereinigung die Chance, ein vollständiges Stadtquartier im Zentrum einer Metropole neu zu erbauen. Doch schon damals begann sich Widerstand zu formieren. Und auch das ist Berlin. Es gab besetzte Häuser auf der einen, Baukräne und Abrissbirnen auf der anderen Seite. Die Möglichkeit dann, diesen Freiraum aber auch wirklich zu nutzen, in Betrieb zu nehmen, mit eigenen Vorstellungen zu füllen, die ist uns dann versperrt geblieben, weil der Berliner Senat sich entschieden hatte, diesen Kern, dieses Zentrum Berlins wieder aufzubauen mit vier Großkonzernen, die diese Filetfläche unter sich aufgeteilt haben. 2007 und 2008 erschütterte eine Finanzkrise die Welt. Viele Menschen verloren eine Menge Geld. Wer es sich leisten konnte, sicherte das eigene Vermögen in Immobilien. Und Berlin stand zum Verkauf. Seit 2009 stieg die Miete in Berlin jedes Jahr durchschnittlich um 10%. So schnell wie in fast keiner anderen deutschen Stadt. Doch Gentrifizierung und Verdrängung betrifft nicht nur die linke autonome Szene. Der Streit um bezahlbaren Wohnraum breitet sich auf immer mehr Bevölkerungsgruppen, Städte und Stadtteile aus. Und auch der Protest dagegen nimmt immer mehr Form an. Gentrifizierung ist ein Thema, was wir hier in Berlin alle zu spüren bekommen. Nicht nur peripher, es betrifft uns existenziell. Ich meine, früher habe ich mich noch im Atelier austoben können. Heute ist es unmöglich für mich, ein Atelier und eine Wohnung zu finanzieren. Es ist ein schleichender Prozess, gerade noch so langsam, dass man es nur rückblickend merkt. Aber auf einmal musst du wieder ausziehen nach 5 Jahren und bums, die Mietpreise sind doppelt so hoch, dein Lieblingsbäcker ist weg, dein Späti verdrängt. Dafür hast du einen Amazon-Tower vor der Nase. Herzlichen Glückwunsch. Was macht eine Stadt attraktiv? Es sind ja genau die Teile, es ist die Kultur, es ist Tanzen, es ist junge Kultur. Also die Musikszene ist ein unglaublich großer Wirtschaftsfaktor, den Berlin inzwischen auch berechnet hat und auch weiß, was es bedeutet, eine Stadt ohne Clubs zu haben, beziehungsweise ohne Musik. Und dann gibt es in Berlin eine sehr starke DIY-Kultur, also das sozusagen Selbstorganisieren, Räume selber in Beschlag nehmen. Kunst im öffentlichen Raum hat eine komplett andere Wirkung als beispielsweise in weißen Galerien. Die ist unelitärer und dadurch glaubwürdiger, wie das Grab beispielsweise. Das Mietengrab behandelt genau das Problem. Kunst, wenn sie wirklich berühren oder bewegen soll, muss meiner Meinung nach abseits der gewohnten Reservate stattfinden. Ein Mahnmal, eingerissen in die Haut der Stadt, an dem Ort, den Gentrifizierung zu der Zeit am härtesten getroffen hat, heute noch tut. Gentrifizierung und Verdrängung. Es ist ein Streit um privaten und öffentlichen Raum. Was bleibt erhalten? Was wird erinnert? Was kommt weg und was wird neu gestaltet? Und vor allem, was ist der Preis, den wir alle dafür zahlen? Diese Debatte kreiste auch um die Baupläne des Humboldt-Forums. Das steht nämlich an der Stelle, wo einige Jahre zuvor noch der Palast der Republik stand. Bis zur Wiedervereinigung sitzt der Volkskammer der DDR.
Von 1998 bis 2002 erfolgte eine umfassende Asbestsanierung für ca. 230 Millionen D-Mark. Dennoch beschloss der Deutsche Bundestag 2003, das Gebäude abzureißen. 2012 begannen die Bauarbeiten für das Humboldt-Forum, das sich in einer Teilrekonstruktion des Berliner Schlosses befindet. Der Palast der Republik ist nicht mehr da. Wir haben ein rekonstruiertes Hohenzollernschloss an dieser Stelle. DDR-Geschichte muss damit nicht verdrängt sein. Ich meine, Berlin, eine Stadt, die von seiner Diversität lebt, wird diese früher oder später verlieren und die Innenstadt einem Modell von Paris oder London folgen. Die meisten kommen nach Berlin, weil es das Image hat, dass hier eine Stadt mit hohem Selbstorganisationspotenzial und Kreativität tatsächlich gelebt wird. Und das droht gerade verloren zu gehen. Das ist eine Katastrophe für die Stadt, weil wir das aus anderen Städten bereits kennen. Das ist nichts, was irgendwie neu wäre und was wir jetzt als Schock erleben, sondern es ist eigentlich etwas, worauf wir zusteuern. Und ich wüsste im Moment auch gar nicht, wie wir das stoppen könnten. Das macht mich ganz schön traurig.